Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier drinnen im Saal und draußen in der großen, weiten Welt. Wie sehr eine Verbesserung der Zustände im Salzabbau durch K&S nötig ist, sieht man schon daran, dass jahrzehntelang noch nicht einmal die Grenzwerte aus dem Jahr 1942 eingehalten wurden. Die waren damals als Folge der Kriegswirtschaft angehoben worden und seitdem fast permanent überschritten. Flüsse, Böden, Grundwasser sind gnadenlos versalzt, sodass auf ehemaligen Landwirtschaftsflächen jetzt Meeresuferpflanzen gedeihen. Bei der Düngergewinnung aus Kalisalz werden maximal 30% verarbeitet. Den Rest, Kochsalz, kann man nicht gewinnbringend verkaufen, sagt K&S. Und so wird dann die Werra zum am stärksten belasteten Flussmittel Europas. Meine Vorredner sagten es ja schon, die EU hat deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Wasserrahmenrichtlinie eingeleitet. Die Wasserrahmenrichtlinie ist seit 1999 auch in Deutschland geltendes Recht als Wasserhaushaltsgesetz. Wenn wir Glück haben, wird K&S die Grenzwerte von 1942 ab 2015 einhalten können. Nicht etwa die heutigen Grenzwerte. Und das reicht uns nicht. Herr Fehring, der Kollege Fehring von der CDU, hat gesagt, dass K&S hunderte von Millionen Euro in die Hand genommen hätte in den letzten Jahren für Verbesserungen. In Wirklichkeit haben die nur ihre Uraltanlagen aufgehübscht und es hat nicht wirklich was verschlagen. Das war ohnehin unvermeidlich. Das war normale Wartung und Pflege und wurde in der Öffentlichkeit als Verbesserung verkauft. Der Kollege Macker von den Grünen hat darauf hingewiesen, dass Süßwasser Süßwasser bleiben soll, dass die Wasserrahmenrichtlinie das aussagt, da hat er völlig recht. Eine kleine Spitze aber doch nochmal an die Landesregierung, gilt das dann auch für die Lippe, die an der Mündung Nordseewasser praktisch ist wegen des Salzgehaltes, wegen der Einleitung der Ewigkeitsschäden, abgepumptes Wasser aus dem Steinkohlebergbau wird dort eingeleitet. Dorsch und Hering könnte man dort auch züchten. Aber Herr Markert hat recht, wenn er eine Verbindung sieht zu der Chemie-Enquete, die ist sicherlich sinnvoll und auch der Vorschlag einer wissenschaftlichen Anhörung klingt interessant. Nachdem man zulasten der Allgemeinheit, also jetzt jahrzehntelang geltendes Recht missachtete und damit enorme Gewinne machte und den Börsenwert innerhalb von ein paar Jahren versechsfachte, sind jetzt die Forderungen nach einer nachhaltigeren Bewirtschaftung dieser Ressource überfällig. Das Geld für die neuen Anlagen, vielleicht einige hundert Millionen Euro, wurde in den letzten Jahren mehrfach in die Kasse gespült, im selben Maße wie das Kochsalz in die Werra. Eine Pipeline zur Nordsee ist in unseren Augen nur die zweitbeste Lösung. K&S muss lernen, dass wir nicht mehr unter Kriegswirtschaftsbedingungen in einem Unrechtsstaat leben. Oder sind 70 Jahre dafür eine zu kurze Übergangszeit? Eine Nachhaltigkeitsstrategie bedeutet, dass Gemeinnutz vor Eigennutz kommt. Sie bedeutet auch die Nutzung aller Rohstoffe auf hohem Niveau statt Rosinenpickerei. Dem Unternehmen selbst ist der Pipelinebau zu teuer gewesen. Bitte schön, dann nehmen wir doch die bessere Lösung. Besser als Versalzung von Böden und Grund- und Oberflächenwasser, Schäden an Bauwerken wie Hafenanlagen und Brückenpfeilern, flussabwärts. Wer zahlt Bremen Ersatz für die Wasserbrunnen, die gebohrt werden mussten, weil Trinkwassergewinnung aus der Weser in 300 Kilometer Entfernung seit mehr als 40 Jahren nicht mehr möglich ist? Von einem Unternehmen, das in den letzten Jahren mehrere hundert Millionen Euro jährlich zum Aufkauf von Konkurrenten übrig hatte, erwarten wir eine andere Einstellung zu den Dingen, zum Beispiel zur Einhaltung geltenden Rechts. Und unter diesen Gesichtspunkten ist der Antrag der CDU als erster Schritt für uns auch zustimmungsfähig. Und auf den nächsten Schritt kann ich jetzt schon ankündigen, wollen wir nicht nochmal 70 Jahre lang warten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rohmeder.